Ja, wir Solaria laden heute zum ba unserem Bauschlautag ein. Das ist ein ganzer Tag an Veranstaltungen rund ums Bauen und Sanieren. Angefangen von der Hausdämmung, die sehr wichtig ist, bis hin zu den Energiesystemen, die man in einem Haus braucht, also elektrische Energie, Wärmeenergie, Lüftung, also alles rund ums Haus und seinen Energien werden wir heute informieren. Da dreht sich alles herum. Vielleicht noch ein Wort, wer sind wir Solaria? Die Solaria gibt es jetzt schon seit 28 Jahren. Ursprünglich gegründet aus einer Einkaufsgemeinschaft, hat sich diese Bewegung, möchte ich fast sagen, zu einer Firma etabliert. Wir sind Spezialisten bei der Sonnenwärme. Alles, was um Sonnenwärme und wie kann ich Warmwasser und heizen damit. Genauso Sonnenstrom, das heißt die ganze Thematik Photovoltaik und Biomasseheizungen. Also kurz gesagt, erneuerbare Energien für Heizen, Strom und Warmwasser. Zum Beginn des heutigen Tages haben wir für die Politiker, die wir eingeladen hatten, also von den Grünen, von der ÖVP und von der FPÖ, drei Fragen gestellt, damit wir wirklich das bürgernahe Verhältnis auch da mit reinbringen können. Also da geht es wirklich um die Beantwortung der Fragen, was sind die Aktivitäten, die die Politik auch macht, was will die Politik von uns als Bürger? Wo können wir unterstützen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Konsumenten und Konsumentinnen, die Bürgerinnen und Bürger das Thema leben und daran glauben, dass wir was verändern können, auch als einzelne Menschen etwas verändern können. Das geht immer darum, dass möglichst viel anfangen und sich durchsetzen, Ausdauer haben, Durchsetzungskraft haben, nicht den Glauben verlieren. Wir werden die Mehreren werden und wir werden die Auseinandersetzung, das ist eine große Auseinandersetzung, wer liefert die Energie, wer entscheidet darüber, auch wer verdient damit. Sind es nur die Großkonzerne oder sind es die Regionen, die werden wir gewinnen, da bin ich total überzeugt davon. Das heißt, dran glauben, es leben, den Nachbarn überzeugen, die Nachbarin überzeugen und ja, und auch diejenigen wählen, die dafür stehen. Ja, ich meine, das Erste ist aus meiner Sicht, dass wir dafür sorgen müssen in der Politik, dass die Förderungen für die falschen Energieträger, nämlich für die fossilen Energieträger, für Öl, Kohle, Gas, Atom, dass die in Europa abgeschafft werden. Und derzeit droht ja das Gegenteil. Derzeit will die EU entscheiden, dass es sogar Förderungen für Atomkraftwerke gibt, und zwar im Milliardenrahmen. Wir brauchen Förderungen für die erneuerbaren Energieträger, weil es Förderungen für die fossilen Energieträger gibt. Sonst wären wir absolut konkurrenzfähig und mit Sicherheit auch viel wirtschaftlicher als die fossilen und die Atomenergie. Was in Oberösterreich geben wird in Zukunft, in diesem Jahr, da ist das Budget gesichert, das ist ausverhandelt und da können wir und werden wir einerseits eine Speicherförderung erneuern, Solarspeicherförderung realisieren. Wir werden die Biomasse-Heizkesselförderung etwas verbessern, vor allem für die besten Technologien auch etwas verbessern. Wir werden auch im Bereich Solarwärme und Solarstrom neue Förderungsschienen machen im heurigen Jahr, damit da mehr weitergeht, denn die Sonnenenergie ist aus meiner Sicht die große Zukunftsenergie. Und da haben wir zwar gut begonnen, aber jetzt müssen wir noch viel, viel stärker weitermachen. Meine persönliche Energieversorgung ist umgestellt. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich habe einen Pelletskessel, der aus Oberösterreich betrieben wird oder geliefert wurde von einer oberösterreichischen Firma. Auch die Pellets kommen aus der Region im Übrigen. Ich habe Solarwärmeanlage, 10 Quadratmeter. Das heißt, das ist auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, beim Baden und beim Duschen, das ist Energie, die von der Sonne kommt. Und das Dritte ist, ich habe seit kurzem eine 5 kW Sonnenstromanlage, Photovoltaikanlage, und das ist für mich ein ganz ein tolles Gefühl, wenn ich in die Garage gehe, dort steht mein Wechselrichter und da höre ich, wie die saubere Energie produziert wird. Und die Leistung ist noch stärker, als sie eigentlich von der Firma versprochen wurde. Das heißt, die Erneuerbaren sind auch in ihrer Qualität, gerade was oberösterreichische Anlagen betrifft, top.
Wir verbessern, wenn man umstellt auf erneuerbare Energie, unser Außenhandelsbilanzdefizit. Wir geben jährlich, wir Österreicher, nur 13 Milliarden für Energie aus, die was wir als Geld ins Ausland transferieren. Wenn ich schon mal ein Foto von Dubai gesehen hat, wie schön das ist mit den Riesentürmen, habe ich so eben einen Vortrag gehört, das haben wir finanziert, genau. Wenn wir sagen, wo ist das Geld her für die Energiewende, wir nehmen die Hyperalpe Adria her, die kostet uns 10, 15, 17 Milliarden, das wissen wir nicht genau. Wenn wir nur 8 Milliarden hernehmen, was die Nabucco-Pipeline gekostet hätte, was jetzt Gott sei Dank gefallen ist, dann könnte man damit 265.000 Solaranlagen mit 20 Quadratmeter zu 50% fördern und 265.000 Photovoltaikanlagen mit 5 kW Peak zu 50% fördern und 265.000 Heizungsumstellung auf erneuerbare Energie zwischen 20 und 40 kW mit 50% fördern, unvorstellbar. Wir geben unser Geld aber sehr viel für die Rüstung aus. Europa, die NATO und die meisten europäischen Staaten sind NATO-Staaten, haben im vorigen Jahr beschlossen, 2% von ihrem BIP herzunehmen und in die Rüstungsetat einzustecken. Unvorstellbar für mich. Griechenland steckt von seinem BIP, vom Bruttoinlandsprodukt, 2% in Rüstungsausgaben ein. Und spart hinten und vorn bei den Spitälern, da sterben Leute, weil sie keine gescheite Krankenversorgung mehr haben. Und die Griechen dauernd, weil sie bei der NATO sind, und alle anderen, Deutschen, Franzosen, Engländer, alle dauernd mit, 2%, weil der böse Russ jetzt uns bedroht, was ja gar nicht stimmt in Wirklichkeit, sondern wir bedrohen ihn, meiner Meinung nach. Oder der amerikanische Staat, den wir hernehmen, die USA, braucht unheimlich viel Energie. Ein Drittel alleine von dem Riesenenergieverbrauch ist amerikanische Militär. Ein Drittel von Vereinigten Staaten Energieverbrauch rennt ins Militär rein, damit die Maschinerie weiter rennt. Damit wir den Nahen Osten besichern, wo schon 1990 das Barrel Öl, die Besicherung angeblich, $110 kostet hat damals schon 1990 pro Barrel Öl die Besicherung. Und das Barrel Öl hat damals gekostet zwischen 10 und $42. Ja, welche Möglichkeiten haben wir? Das war jetzt viel negative Information, aber wir haben das Schöne, wir haben das Potenzial da bei uns da. Wir brauchen weltweit 16,3 mal 10 hoch 13 Kilowattstunden jährlich für den kompletten Energieverbrauch, was wir für Nahrungsmittel, Kleidung, Krieg führen, Urlaub fliegen, alles was wir brauchen. 16,3 mal 10 hoch 13 Kilowattstunden. Wir haben ein jährliches Angebot an erneuerbare Energie, an Flusswasserenergie von 4,6 mal 10 hoch 13 Kilowattstunden. Wir haben 152 mal 10 hoch 13 Kilowattstunden jährlich Biomasse, was zuwächst. Wir haben 762 Kilowattstunden mal 10 hoch 13 an Meeres- und Wellenenergie, was immer wieder von selber kommt, da braucht nichts wachsen, das ist da die Gezeitenenergie, ein Riesenpotenzial. Und wir haben 3084 an Windenergiepotenzial jährlich auf der Welt. Verglichen mit den 16,3 sieht man schon, wir können das leicht mit erneuerbarer Energie machen, wenn wir wollen. Wir brauchen nicht überall Windrallen hinstellen, nicht jeden Baum umsageln und nicht jeden Fluss nur sinnlos zustellen, sondern nur aus dem großen Potenzial einmal schöpfen. Und wenn nur irgendwer Bedenken hätte, dass er sagt, das ist Nutzwing, dann haben wir noch Sonnenenergie. Mutter Sonne, die was uns 152.424 Kilowattstunden mal 10 hoch 13 pro Jahr liefert. Immer wiederkehrend, ganz sauber, ohne jede Emotion. Wir haben Potenzial an erneuerbarer Energie genug. Eines unserer Highlights am heutigen Tag ist der Wolfgang Löser, Energierebell aus Niederösterreich, der wird referieren und seine Ideen zur Umweltpolitik und was auch wir machen können zur Energiewende uns vorstellen. Ich betreibe seit über 12 Jahren den ersten energieautarken Bauernhof in Österreich. Das heißt, wir machen Wärmestrom und Treibstoff komplett selber. Man muss genau mal definieren, was ist Energieautarkie. Und das heißt, wir sind nicht vom Netz getrennt, sondern wir haben nach wie vor ein Stromnetz angeschlossen, wir liefern Überschuss ins Stromnetz und wenn wir wieder einen Strom bauen, holen wir es vom Netz. In der Summe aber, wie es beim Strom ist, erzeugen wir weit mehr Energie, als wir selber verbrauchen, genauso Warmwasser, also zur Solaranlage und Biomasse hat es auch weit mehr, als wir selber verbrauchen und beim Treibstoff verwendet man 100% kaltgepresstes Sonnenblumenöl, da kennt man ja, der Landrescher, der zu mir kommt, der kriegt alles Pflanzen, dass er bei mir ernten kann. Das heißt, da versorgen wir sie komplett selber. Das heißt, Wärme und Strom und Treibstoff haben einen Überschuss.
seit über 12 Jahren und haben keine Versorgungsbereitschaft. Von mir aus kann der Putin die Gasleitung für immer abdrehen oder der Tankstellenpreis kann ständig steigen oder komplett ausbleiben als Dieselkraftstoff, ist mir völlig egal. Und genau das ist der Stromnetzbetreiber. Wir haben Stromversorgung über Wärmekraftkupplung, das heißt auch im Winter, in der kältesten Winterzeit, wenn wir unsere Wohnräume beheizen, jetzt sind wir nebenbei Strom. Was kann der Einzelne machen dazu, der keinen Bauernhof hat? Das ist immer die spannende Frage. Die Basis ist immer dazu das Plus-Energiehaus, das heißt ein ganz normales Einfamilienhaus, eine Wohnsiedlung, ein Mietwohnhaus, mit Dachflächen, Fassaden für Photovoltaik und direkte Sonnenstromnutzung, einen kleinen Batteriespeicher rein und das Heizsystem kannst du zum Beispiel eine Biomasse haben, was eine Wärmekraftkupplung ist. Das heißt, der Pelletskessel, der Strom und Wärme erzeugt, wäre so eine Wärmekraftkupplung und dadurch, oder wie auf der Frage war, den ganzen Jahresbedarf von Strom und Wärme abgedeckt. Ja, ich freue mich, dass wir mit dem heutigen Tag unsere Stromtankstelle in Betrieb nehmen dürfen, eröffnen dürfen. Da können zwei Autos gleichzeitig tanken. Der Strom kommt von unserer Photovoltaikanlage, die wir da montiert haben. Also wir haben am Dach eine Photovoltaikanlage und einen zusätzlichen Trecker. Und in der Nacht haben wir natürlich keinen Strom von der Photovoltaikanlage. Da kommt der Strom auch von Windkraft, Biomasse oder Wasserkraft. Also wir haben auch hier den normalen Stromanschluss, den wir haben, 100% aus erneuerbaren Energie. Die Stromtankstelle ist einerseits für unsere Mitarbeiter, wir haben zwei Mitarbeiter, die bereits selber Elektroauto haben, die können sie jederzeit anhängen, aber auch jeder, der bei uns vorbeikommt, ist gerne eingeladen, sein Elektroauto hier zu tanken. Und das gratis.